Willkommen in Potters Bluff. Herzlich willkommen zu Potters Bluff Reviews, heute mit einem fantastischen Film. Und ihr wisst alle, was das ist, wenn ihr das hier seht, oder? Die Rückkehr der Riesen-Kontaktlinse. Nein, es ist Denis Villeneuve's Arrival. Und zwar hier in der Filmarena Full Slip Collection. Und wollte ich euch die ganze Zeit schon drüber sprechen mit dem Film, weil ich glaube, der war auch letztes Jahr in meiner Top-Liste. War letztes Jahr? Ich glaube schon. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich diese Edition hier bekommen. Ich habe jetzt nur die Standard Mary, weil ich euch diese Edition hier zeigen wollte. Und natürlich für den deutschen Ton habe ich die Mary gekauft. Gibt es 1000 Stück. Ich habe nur 780 von 1000. Ihr seht euch dieses tolle Cover vom Plakat. Ist ja auch so strukturiert, also teilweise lackiert. Zum Beispiel die Helikopter sind lackiert. Das Schiff an sich, die Helikopter, wie gesagt. Dann Arrival, die Schrift ist auch wie so ausgefranst, wenn ihr genau hinschaut. Hier sieht man das schön. Toll gemacht, tolle Arbeit. Hier auch so ein Tagline, why are they here? Auch, das ist auch erhaben und anders gedruckt. Hier auf der Seite natürlich auch Arrival. Und hinten haben wir dann die tolle Amy Adams und Jeremy Renner. In einem der besten Filme der letzten Jahre, wie ich anmerken möchte. Und ich kann es kaum erwarten, Denis Villeneuve's Version von Blade Runner zu schauen in Blade Runner 2049. Daran haben wir nochmal den Druck von vorne. Und wie gesagt, hier toller Schuber. Toll verarbeitet. Ja, Filmarena kennt man ja. Dann haben wir das Steelbook, das es, glaube ich, auch in Deutschland gibt. Nicht erschrecken, das ist es nicht. Das ist das 3D-Cover, in dem hier Jeremy Renner und Amy Adams sich ein Stellchen eingeben. Sehr schön, wieder als überformatiger Kühlschrankmagnet produziert. Jo, dann haben wir das Steelbook. Sehr schön gemacht auch hier mit diesen, also wer den Film kennt, weiß ja, welche Szene das ist. Sehr schön dargestellt und auch komplett ohne Schriftzug, was ich auch ziemlich cool finde. Ist aber hier an der Seite natürlich ordentlich auf das Bein verarbeitet. Und auf der Rückseite haben wir auch tolles Bild, natürlich auch hier mit der Schwerkraft spielt. Dann kommen wir gleich zum Goodie, was dabei war. So eine Art Schlüsselanhänger. Das ist so ein plastikähnliches Material mit der Sprache der Aliens hier. Sehr schön gemacht. Nettes Goodie nebenbei. Hier haben wir die Blu-ray. Das ist jetzt noch die Scheibe von Filmarena. Da kommt aber die Deutsche dann rein. Nehmen wir die Limitierungskarte mit der guten Amy Adams. Wie gesagt, es gibt 1000 Stück davon. Und ich habe nochmal 780. Auf der Rückseite haben wir nochmal die Forscher. Dann haben wir hier Cards, da habe ich die Folie weggemacht, geht jetzt nämlich langsam tierisch auf den Sack, dass um jedes Ding nochmal eine extra Plastikfolie ist. Spaß von Umweltschutz gehört? Naja, egal. Hier haben wir Denis Villeneuve, Michael Stuhlbarg, der toll auch gespielt hat in The Serious Man, ja, und eben alle Darsteller, wie sie alle da sind. Der Film ist natürlich absolut genial, der Endtwist macht absolut Sinn und ist im Nachhinein noch cooler, wenn man den Film schaut. Und ja, der Film wird immer besser, desto öfter man ihn schaut. Und hier haben wir noch ein paar große Postkarten mit verschiedenen Motiven. In der Familie Arrival und das Sony-Logo. Sehr gute Qualität vom Druck auch hier. Hier auch so ein Behind-the-Scenes-Bild. Jeremy Renner wieder. Sehr schön geworden, ich finde. Im Inneren haben wir dann ein ganz dezentes Bild. Man kann es hier kaum erkennen. Man sieht ja diese Oktopoden. Was ich cool finde, weil das hier sozusagen das Grau ist, ein Nebel. Hier sieht man auch so angedeutet, finde ich echt cool. Natürlich nichts für Fans, die immer knallige Farben brauchen oder voll ins Gesicht, aber wie gesagt, das ist subtil, so wie der ganze Film. Passt also vom Designtechnischen her wunderbar. Und ja, das war's auch schon zu. Noch gar nicht, das war's noch gar nicht. Wir haben hier noch ein Booklettchen mit einem kombinierten Cover hier. Sehr schön geworden. Denis Villeneuve ist für mich auch einer der größten Talente der letzten Jahre, sowas, was Regie angeht. Und hier hat man auch in der Mitte immer so ein cooles Book, also auf Englisch. Ach, und übrigens sehr untypisch für Filmarena, es steht sogar wirklich mal was geschrieben. nicht nur mal irgendwelche Fotobooks, die aus Screenshots bestehen, meistens. Ja, sehr nice, sehr zu empfehlen. Und ja, wer Arrival noch nicht geschaut hat, absolut unbedingt nachholen, absolut schauen, der Film ist absolut genial. Und hier diese tolle Edition, Filmarena ist glaube ich schon ausverkauft, aber ihr könnt ja nochmal auf eBay schauen oder so, vielleicht kriegt ihr noch einen ab. Ah ja, hier übrigens, die Figuren hier, die Soldaten sind auch erhaben und lackiert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben, geht ins Kino und ja, wenn die Aliens kommen, friedlich, ne? Friedlich, nicht mal gleich draufhauen. Vielen Dank fürs Zuschauen, habe ich schon gesagt. Habt ein schönes Leben, geht ins Kino und macht's gut. Ciao.